Moin Leute. Hallo. Mit wem bin ich? Bin nicht da. Hallo, wir sind Tim, da. Sie müssen alleine spielen. Hallo. Ist sie weg? Nee, ich will nicht. Mag das okay, sie nicht. Was? Fick und Foxy? Mhm. Wer ist denn das? Die zwei von der Sparkasse, oder? Heißen die nicht so? Fix und Foxy? Achso, ich hab Fick verstanden. War das nicht ein Comic? Kann auch sein. Wie heißt denn dieser Fuchs von der Sparkasse? Das weiß ich nicht. Sparkasse? Aber die zwei, was du meinst, das sind zwei... Hat doch nicht Fuchs, oder? Die zwei Moment. Füchse, die du meinst, das ist ein Comic. Leute, wie hießen die Füchse von der Sparkasse? Da gab's doch auch so für Kinder zum Sparen. Du bist der Einzige, der nicht aufnimmst. Eigentlich müsstest du gucken. Außerdem bist du ohne uns hochgefahren. Ey, Jungs und Mädels, wir machen jetzt nochmal dieselbe Mission. Das ist einfach Wiederholung. Wir können das wiederholen bis zum Kotzen. Echt? Du magst den Leviathan besiegt und den verlorenen Schatz des Landes gefunden haben, aber lass dich von was Unwichtigem wie der Realität nicht davon abhalten, das Ganze nochmal zu machen. Dann lass zu unserem Sensorbot, oder? Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir nochmal durch, oder? Ich jetzt? Okay, wenn ihr wollt. Nochmal durchziehen, ja, ich weiß nicht. Ey, jetzt sind wir hier, oder? Und es war's umsonst. Ja, stimmt, den haben wir schon mal eingesetzt hier. Funktioniert es? Was tut sich? Du hast es geschafft! Deswegen ist Scarlet wieder bei uns. Also die Macher von Fix und Foxy haben das Knacks, hieß es bei der Sparkasse. Das ist von den Machern von Fix und Foxy, deswegen. Aha. Sehen die so ähnlich aus. Also, haben wir was gelernt, Jungs. Also ich nicht, aber ich wusste es schon. Aber okay, ich wusste nicht, wie er hieß. Knacks hießen wir. Aber da ich keine Sparkassenkunde bin, sondern Volksbank, kenne ich mich da leider nicht. Volksbank-Beste. Ja, wir auch nicht, aber Aber was heißt Volksbank-Beste? Es gibt überall gute und schlechte Sparkassen. Also es ist egal, was gut oder was schlecht ist. Im Endeffekt wollen alle Banken Geld verdienen mit dir. Das ist korrekt. Eine schenkt dir was, weißt du, das ist glaube ich egal. Aber es gibt ein paar bessere Mitarbeiter und ein paar schlechtere. Ich habe es auch nur gekannt, weil die damals dem Raffi in der Schule so ein Jugendkonto geschenkt haben, weißt du? Okay. Ja, wollen wir jetzt... mach die andere Mission, wenn wir die schon hatten. Ja, die hatten wir schon. Machen wir die andere rein. Redefreiheit, Sterbefreiheit. Go, go, go! Go, go, go! Das DLC abschließen. Auf. Schneller. Hallo. Rinne. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Wir haben uns alle lieb. Was? Mit? Was? Mit? Der Bo pumpt Powerweight weg, Alter. Ey, ich bin... Durstig. Willst du mir den Schweiß von der Stirn lecken, dann bist du hydriert. Nee, danke. Wisst ihr das eigentlich? Wenn man genug gegessen hat, ist man ja satt. Aber wie ist das, wenn man genug getrunken hat? Dann ist man undurstig. Nee, stimmt aber eigentlich. Gute Frage. Jo, ja. Ist fertig. Oh. Baby ist der Unbesiegbare. Moment, was hat der denn hier für ein Bild drauf? Eieiei. Naja, das sind die Pornos, die wir gesammelt haben. Ja, aber guck das erste Bild da an. Ja. Eieiei. Achso, und zu der Antwort. Es wurde mal gesagt, dass es sollte eingeführt werden, wurde aber dann nicht. Und zwar sollte es dann Sid heißen. Also Sid. Aber es hat sich nie durchgesetzt.
Okay. Hätte ich auch nicht gesagt. Was? Hört sich irgendwie komisch an. Korrekt. Mit Sack oder was? Müsste das dann nicht eher so Sutte oder so heißen? Ach, keine Ahnung. Durstig? Ja, stimmt. Das ist jetzt eine gute Frage. Durstig? Bier für den Durst. Also ich bin satt. Ja, das sagst du, wenn... Ja. Hm. Gute Frage, Jungs. Ich bin warum nehmt ihr mich nicht mit? Hä, wir sind doch schon da. Hä, wir müssen 2 Meter laufen. Und außerdem kannst du dich rein teleportieren. Ach, ihr seid einfach nur schlecht. Den Hodensack in eiskaltes Wasser hängen. Ah. Ihr Hässlons. So, hallo. Fertig. Das hat Daniel die Tage gemacht. Was habe ich gemacht? Den Hodensack in eiskaltes Wasser gehangen. Besiegte Meister G. Das ist neu. Unbesiegbaren. Komm rein. Komm rein. Bin drin. Jetzt musst du noch navigieren. Was läuft mir denn so die Nase? Wohin läufst du denn? Ja, nach unten. Gibt's da was Besonderes? Nee. Ich muss nur dann putzen. Du fährst richtig. Quellkartoffeln. Mit Dup Dup? Ja. Quellkartoffeln und Dup Dup. Erbsensuppe mit Wurst. Pommes Ketchup mit Mayo. Nein, Digga, Mann, er macht es seit Monaten so. Ja, richtig, ne? Ja, ja, das Lied ist gut. Kennst du aber schon die Techno-Version bzw. Uptempo-Version? Nein, nee. Ich, Hast du, glaube ich. Das kaum so Techno und so. Ich fühle irgendwie Techno nicht so. Ja, du hast halt auch nicht was Gutes. Was hat da? Techno ist nicht geil. Das ist ja, Techno nett. Nicht, aber wenn du Uptempo oder so reingehst, dann schon das besser. Hat der auch schon Lieder gehört. Aber halt so Bass Hunter und so. Wenn so Bass Hunter. Ja, ja. Den ja, mochte ich voll. Ja, da gibt's eine neue Version von GPF. Echt? Ja. Okay. Die kann ich dir nachher mal schicken. Kannst du dann mal sagen, wie du es so findest. So, besiege Meister G, den Unbesiegbaren. Let's Meister go. G, Alter, das hört sich an, als ob das so ein richtiger Kung-Fu-Lehrer ist. Nein, nein, das Meister ist ein, G. Das ist ein Maulwurf, der jetzt gleich rauskommt. Okay. Habt ihr eigentlich... Ich habe mir Kung-Fu mit beigebracht. Habt ihr mitgekriegt, dass... wie hieß es? Ah, Mist, das hab ich vergessen. Das hat Kronk letztens im Stream gespielt. Der hat das erste Teil auch komplett durchgezockt. Wo du so ein Boxer bist. Wo alles auf den Arm nimmt. Rocky. Nee. Ja, sowas in der Art mit Rocky mäßig. Da ist jetzt der zweite Teil draußen. Ist es gut? Uff, ja, Geschmackssache halt natürlich. WWE. Ja, All Elite Wrestling kam, was? Nein, 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 nein. Das ist so ein Indie-Game gewesen. Ein Indie-Spiel? Warte, ich komme gleich bestimmt drauf. Die Leute werden nicht gleich an den Kopf fassen. Oh, wir müssen so. Iridium bezahlen, Jungs. Ja, mach mal. G's Arena, seid ihr bereit? Nein. Ich warte auf euch. Ohne Unterstützung gehe ich da jetzt nicht rein. Ich bin reingezogen worden. Erwartet er auch schon. Hey, ich komm da mal raus. Komm rein. Komm rein. Hallo, Mr. G. G-Unit. Ja, der kriegt keinen Schaden. Ich wollte gerade sagen, Jungs, der kriegt keinen Schaden. Der heilt sich. Hä? Wie sollen wir dem den Schaden machen? Hä, hey, was? Er ist halt unbesiegbar. Niemand ist unbesiegbar. Jeder hat seine Schwäche. Vielleicht ist er wie Achilles. Schießt ihn auf die Achillesferse. Er kriegt Schaden. Er kriegt Schaden. Und was? Der Vergiftschaden? Vom Sandwurm?
Ich glaube ja. Müssen wir durch ein Gift jagen? Ja, wir müssen durch ein Gift vom Sandwurm jagen. Kannst du heilen? Hier ist ein Sandwurm. Ja, ja, der schießt Gift. Ich brauche aber Hilfe. Kannst du mal irgendwie was auf mich schießen? Schieß mich ab! Ja, Jungs, ich schaue euch zu. Danke. Danke. Gesundheit. Ja, müssen wir jetzt echt mit dem hier im Kreis rumrennen? Ins Gift oder was? Keine Ahnung. Ich brauch gleich wieder ein bisschen Leben. Ja, er macht ja selber das Gift, der Arsch. Das ist der Bandwurm. Bandwurm? Das ist ein Sandwurm, das ist ein Band. Bobo, heil mich! Das ist der Bandwurm. Das ist ein Bandwurm. Danke. Nicht nett von der Mama, dass sie immer sagt, Raffi, hast du einen Bandwurm, weil du so viel isst. Hm. Warte mal, ich mach jetzt einmal. Komm her. Oh, er hat eine Schwachstelle oben am Kopf. Jetzt wirklich müssen wir jetzt so einen Kack machen. Oh nein, ich bin gleich down. Ja. Helf mir. Hä? Ich werde voll gereiert, Jungs. Oh. Oh. Ja, ich hab gerade dasselbe Problem. Ja, du kannst dich doch heilen, oder? Mhm. Wie? Ich bin, kann mich nicht heilen, weil ich dauerhaft Schaden krieg. Oh, ich sehe ein Licht. Ich gehe zum Boden. Okay, doch nicht. Ich scale mich mal schnell. Habt ihr eine Giftwaffe vielleicht dabei? Nein. Müssen wir vielleicht eine Giftwaffe benutzen? Nee, ich hab nichts Giftiges. Vielleicht nehmen Aspen zurück an. Hm. Ich sterbe jetzt mit euch. Ja. Ich gehe auch ins Licht. Geh nicht ins Licht. Gott, ach, aua. Aua, es tut so weh. Wie habt ihr ihm Schaden gemacht? Er kriegt dauerhaft Schaden. Durch das Gift. Aua. Jungs, es tut weh. Es tut weh. Aua. Aua. Mission failed. We are next round. Hä, musst du da eine Giftwaffe mitnehmen, oder? Ja, ich krieg jetzt mal ihm Schaden. Hä? Wie haben wir dem jetzt Schaden gemacht? Keine Ahnung, er kriegt jetzt Schaden. Ja, komisch. War das jetzt ein Bug, oder? Geh mal nochmal rein. Geh mal nochmal rein hier. Ich guck gerade, ob ich eine Giftwaffe hab. Habt ihr eine Giftwaffe dabei? Nein. Nein, nein. Nee. Was war das? Ich hab nur Schleck. Ich hab auch Schleck. Ah doch, eine habe ich. Ja, und probier mal. Ah, die macht keinen Schaden. Die ist Level 30. Ja, welches Level ist er? Okay. Piss off steht hier drauf. Er ist wieder auf Full Life, also ich warte hier vor der Tür. Ach, verpiss dich, Skag. Ja, klar ist der Full Life. Ja. Ja, woran hat sie gelegen? Man fragt sich immer, woran es gelegen hat. Ich nehme jetzt Feuerwaffe mit. We've got tonight. Who needs tomorrow? Wir brauchen morgen.
Tonight, yeah. Moment, wir haben hier keinen Waffenautomaten. Nein. Seid ihr bereit zu sterben? Bereit zum Sterben 2.0. Und halt hoch. Ah, Hilfe. Daniel kommt nicht hoch. Okay, okay. Let's go. Daniel ist so fett. Hä, wie haben wir dem denn jetzt gerade Schaden gemacht? Also Feuer bringt nichts. Die bringt auch nichts. Ja. Die macht überhaupt keinen Schaden. Er geht einfach ins Inventar, wo. Ah ja, ich versuch gerade die Waffe. Die Slack-Waffe. Macht Gift ihm jetzt Schaden oder nicht? Ich weiß nicht, werde ich jetzt gleich herausfinden. Also Nahkampf bringt auch nichts. Hä? Hm, keine Ahnung. Also die Waffe macht ihm auch keinen Schaden, so wie es aussieht. Aber wenn ich das richtig sehe, je mehr Dingsbums, Sandwürmer hier unten spucken, desto mehr Gift ist hier drin. Also meine Giftwaffe macht ihm keinen Schaden. Schaden. Ich treffe das. Warum krieg ich eigentlich dauerhaft Schaden? Es sind die Bandwürmer. Ja, also Digga, also... Braucht ein Schaden durchs Gift, oder was? Ah ne, der chillt da hinten. Der chillt es, ja. Jetzt kriegt der ein bisschen... Hä? Kriegt der... Ja, ja, der kriegt nur Schaden, wenn er da in das Gift läuft. Gib ich ihm Schaden durch den Nahkampf? Nein. Also halt Schwächen am Kopf oben, aber da zwei Schwachstellen. Watch me burn. Ja, Alter, Digga, ich werde hier so durchgereicht. Aber guck mal, wie das Gift da steigt da drin. Also wirklich, das ist halt blöd, dass man halt nicht weiß, wie man den besiegt. Heute kriegen mich die verdammten Fresse. Alter, Digga, ich kann noch nicht mal wiederbeleben, weil der so spammt mit seinen scheiß Pfeilen. Hm. Jetzt verliert er sein Schild. Ja, wenn er halt lang genug im Gift steht. Kannst du uns heilen? Geht das, Bobo? Ja. Yeah. Ruhe bewahren. Wäre cool, wenn wir am frühen Sirene-Squad wären. Ja, aber ich werd gleich sterben, weil. Ja, du müsstest im Prinzip. Wir müssen. Stell dich mal hier mit, Raffi. Hey, ich wollte gerade sagen, stell dich mal zum Daniel und ich schieße auf euch. Kannst du für dich dann auch drauf schießen? Nee, ich krieg Schaden, aber ich heil mich halt, wenn ich Glück hab. Oder ihr müsst mich halt hochfallen. Ja, du. Das musst du. Ah, nein! Ah, oh. Hallo!
Ja, geht schon, geht schon, geht schon. Wir kriegen ihn. Ist das doof? Ja, keine Ahnung, wie du den anders da besiegen sollst. Er kriegt, ja doch, er kriegt Schaden. Ich stöhne hier nur rum. Aber er hat gleich kein Schild mehr. Das ist wirklich ein Bug. Oh, Bobo, komm her. Bobo, ne, wo wir sind? Bleib da. Ich hab mir die Schilder geholt. Ah, ah. Hilfe. Bobo, Raffi? Ja, ich krieg dich. Warum? Raffi, was für Raffi? Ich bin da hier hoch, alles gut. Okay. Er ist hier halber am Kotzen. Hilfe! Ah, ich bin tot. Danke. Ja, man kann nicht angreifen. Warum hält er so viel Damage aus? Aua. Oh, ich bin down. Ich nehme dich mit. Komm schon. Komm, Wurm. Für den Wurm, Bobo. Aua. Oh, ich bin schon wieder da. Kamen nachräumen für Fortnite. Ich bin da. Danke. Versuch einfach nur zu heilen. Hilfe, ich bin tot, ich bin tot. Ah. Ihr schafft das, Jungs. Ich bin tot. Nein, Daniel ist tot. Es hat ihn erwischt. Bobo, du bist auf dich alleine gestellt. Dong, dong, dong. Aktiviere den Motherfucker-Modus. Warum krieg ich denn schon wieder hier Schaden? Digga, das Gift breitet sich hier aus. Ja. Diggi. Komm, ich brauche einen Sandwurm. Komm schon, der ist gleich down. Töte ihn. Komm, wo ist der Sandwurm? Komm schon! Jawohl! Komm schon! Ja, eil dich! Alter, wie viel Gift liegt denn hier rum? Komm, du hast gleich! Los, töte Mr. G! Meister G! Raffi, du musst mich auch gleich aufheben. Jo. Nein! Komm schon, halte durch! 5% noch! Sandwurm! Komm zurück! Komm schon, 5% noch! Sandwurm! Sandwurm! Ja! 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 Jawohl, Bobo, du schaffst es! Der geht nicht tot, Jungs! Oh! Jawohl! Helf mir! Alter, Digga, was war das? Also, das war ja ein Bossfight. Also, wirklich der. Alter! Ihr müsst mich aufheben. Na, ich bin selber gestorben gerade. Das gibt auch draußen. Nicht, dass die Tür zugeht, wie. Und wir müssen den Dommer machen. Oder? Nee, ne, bleibt abgehakt. Alter, was für ein Backflip hast du gemacht? Alter, mein Freund kann einfach Backflip. War nice. Hast du gut gemacht, Bobo. Ah, ich glaube, der ist verbuggt, oder? Ich weiß nicht. Also, ich konnte mit der Damage machen. Ich habe den auch 100k gegeben, Damage. Aber da habe ich keinen Schaden bekommen. Aber guck mal, wir haben es auch so anders geschafft. Also. Der hat auch miesen Dünches liegen lassen. Nicht mal gutes Zeug, ey. Also nee, wirklich, also das ist Schmutz des Schmutzes, Alter. Aber das Iridium lässt du liegen, was man brauchen könnte. Iridium habe ich mitgenommen. Nee, ich habe noch zwei gefunden. Jetzt guckt der doof. Ja, er liegt hier rum. Reist du zum, Typen da? Ah, was eine Mission. Ah, oh, wirklich. Ja, die war echt komisch. Ja, passt halt zu dem DLC.
Ich würde nur gerne wissen, ob das jetzt ein Bug war oder ob der echt so besiegt werden muss. Wenn er so besiegt werden müsste, wenn du alleine bist und dich nicht heilen kannst, wie würdest du das dann schaffen? Ja, ups. Also, keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, wenn du fünfmal gestorben bist, bist du ja auch raus. Oh. Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? In Hodensocken, neues kaltes Wasser hängen. Digga, du hast es damit, ne? Ui, jo. Ja, mal. Kann man nichts ändern, ne? Ja, freilich. So. Freilich. Ja, ich bin hier Profifahrer. Ich hab es so besoffen. So. Hey. Gut, das ist die Mission. Die haben wir fertig. Ja, wir sind fertig. Guck mal hier zum Monster. Ja. Monster. Sie ist ein Monster. Ah, Hilfe. Meinst du, die kann man, die Fahrzeuge kann man auch mit andere, in andere DLCs mitnehmen? Nein, ich glaube nicht. Schade. Alter, oh. Wir kamen da angebämst. Adorton Station haben wir den einen gefunden, ne? Kann sein. Hand des Grotto. Digga. Da haben wir auch schon einen gefunden. Echt? Mit Sack? Guck mal, hier ist sogar noch eine Quest. Ne. Sie hat den Monster Body mit dem Monsterblick. Und hier ein Monster. Boom, boom. Gib mir den Kick. So, Jungs, wo müssen wir hin? Ihr habt die dann gefunden. Oh, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir eine Runde zocken? Sumpfdrifter. Riesige Explosivspore. Ich geh mal hinter wieder auf die andere Seite. Okay. Aber wir müssen ein bisschen auftrennen. Aufteilen. Ja, trennen. Wir können auch in das Konstrukt da reingehen, wo wir letztes Mal waren. Wollte gerade sagen, vielleicht haben wir Glück, dass wir an der Station da wieder einfinden am naja. Anfang. Okay, dann warte, dann reise ich dahin. Warte mal, lass mal kurz noch hier. Kommen wir auch noch mal 1, 2. Ich habe ja Glück. Okay. Ein Badass Feuerbohrer. Aua. Ich hab eine riesige Schockspore. Schade. Komm schon, gib mir noch eine. Bist du schon da? Soll ich reisen? Von mir aus. Okay. Bobo. Bobo. Ja, auf Menü. Das jetzt aufs Maul. Was? Ein gesleckter Skallion. Fast richtig. Säure. Explosiv.
Aua, aua, aua. Beschütze mich, Bobo. Der ist AFK, ich glaube. Er stirbt gleich. Ich bin nicht abbeat. Besagt, ich bin abwesend. Was ist denn los, Jungs? Du stehst einfach nur rum, machst gar nichts. Hab grad Eier gecheckt, ob sie noch da sind, weißt du? Help! Nee, was? Ich war ganz kurz. AFK. Wichsen. Nein, AFK war ich nicht. Ich war da, aber ich hatte den Controller nicht in der Hand. Musste kurz eine Nachricht schreiben. Ja. Suchen wir, ne? Hier ich kommt ein Explosiver. Und ein Säure. Wir haben damals einen gefunden, Jungs, wo wir den... Ich habe einen gefunden. Die Scallions gesucht haben. Ja, genau. Wir haben hier, genau hier einen gefunden. Weil hier spawnen ja mehrere. Und das ist ja random, was hier kommt. Also entweder gehen wir nochmal auf eine andere Map und dann wieder zurück. Oder ich denke auch, dass die weiter spawnen, oder? Riesige Feuerspuren. Ja, angeblich spawnen die, aber ich weiß es nicht. Wie das gemeint ist. Ja, die Skeks sind ja auch nochmal neu gespawnt. Scallions, ja. Scallions waren es. Die sind nach einer Zeit auch gespawnt wieder. Oh, Gesundheit bei Killer von plus 6,6%. Fluch des plötzlichen Todes. Hört sich interessant an. So, dann stellen wir uns jetzt hin und warten. Naja. Ich würde eher sagen, wir reisen hin und her, oder? Würde ich auch sagen. Da spawnen auf jeden Fall welche. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert mit dem Warten. Da stand halt nach einer Zeit. Ja. Also letztes Mal hatten wir auch zwischen den Pausen, zwischen den Folgen Pause gemacht. Und dann kam das eine. Ja, 10 Minuten haben wir gewartet, dann spawnen. Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte vielleicht so 5 bis 10 Minuten immer dauern. Ja. Würde ich jetzt auch tippen. Sorry, jetzt. Ich habe gerade Munition nachgekauft. Machen wir trotzdem jetzt eine längere Folge oder cutten wir es jetzt raus? Das ist wie ihr wollt. Ich bin dabei. Und zurück. Wie ihr wollt. Da haben wir die meisten gefunden, ne? Ja, ja. Also hier macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Ja, was sind wir jetzt? Ja, hier oben, hier sind auch 2 Stück bei mir gerade gespawnt. Hier habe ich auch die eine geslackte mit euch gefunden. Ja, ich glaube, wir sind viel zu früh. Meinst du? Ja. Wollt ja gar nicht. Gespawnt. Oh, hier spawnt was. Borg. Aua. Ich renne direkt weiter. Würde ich sagen, rennen wir durch. Ja, eine geslackte war auch, Ja, die können halt überall spawnen, wo die gebrochen sind. Wo wir beide am Wasser rumgelaufen sind. Genau. Beim Hammerlock selber war auch eine. Genau, die habe ich sogar im Video mal gesehen, wo ich es geschnitten habe. Aber wollt ihr was Witziges finden? Die Großwildjagd 1, ich habe ja die so genannt. 1 und 2.
Die hat doch richtig viele Aufrufe. Hat zwar niemand geguckt, aber richtig viele Aufrufe gehabt. Wahrscheinlich haben sie auch geguckt, ob du sie gefunden hast. Zockt noch jemand, dachten so, ah ja, vielleicht hat er einen Tipp, weißt du? Medikits hier. Haben sie gedacht, du kannst ihnen die Lösung bringen. Sie suchen auch die Monster. Maybe, maybe. Aber bevor wir das Spiel beenden, hätte ich schon gerne die Mission fertig. Also, so ehrgeizig bin ich dann schon. Wenn wir schon 53 Folgen oder 54, wo wir jetzt sind, gemacht haben. Auch wenn sie nervig sind. Doof Mission. Oh, es spawnt hier kein Skellion. Nee, ich glaube, wir waren zu schnell. Ich glaube, hier spawnt nur der Grund von den Gegnern. Ja, ich würde sagen, war eine kurze Pause und stellen uns einfach mal kurz hier AFK hin. Essen Eis oder sowas, weil es zu heiß ist. Okay. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald wir es haben. Okay. Da sind wir wieder. Nach keine gefühlt 3 Stunden Farmen haben wir eigentlich eine gefunden. Wir warten jetzt noch gerade, bis Raffi kommt. Nee, töte. Ja, bevor sie abhaut. Macht okay. Sie tot. Ey, wir haben hier 2 Stück. Ich habe eine andere. Macht sie tot. Hauptsache weg. Und? Geschafft. Oh, ekelhafte Mission, ey. Gute Arbeit, Mashallah. Jetzt 2 Stück gefunden. Hier ist immer auch noch eine, ne? Lol. Ja, wunderbar. Eine ganz einfache Quest, Kappa. Ja, hier ist auch noch eine. Ja, jetzt sind sie. Und jetzt haben wir nur noch geslackte Sporen. Wart ab. Wir kommen jetzt gleich raus, auf einmal ist da 10 Stück. Aber ich glaube nicht, dass wir noch lange Borderlands 2 spielen werden. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Complete all Hammerlocks Hunt Side Mission. Alle Nebenmissionen haben wir. Yep. Rolands Kommandozentrale aufschließen. Plan B. Das ist Hauptstory. Hatten wir das schon gemacht, oder was? Mhm. Ja, von der Hauptstory. Borderlands 2 Story. Gut, dann ja. Verabschiedung, Raffi. Ja, dann sehen wir uns in Borderlands 1. Ja. Haut rein. Ciao, tschüss. Ciao.